Wir sind Vanessa und Ina und wir sind verlobt. Und ich habe morgen Geburtstag. Wir sind Vanessa und Ina. Ja, wenn ihr das seht, hat sie schon Geburtstag. Heute werden, also es wird ein Vlog aus heute und morgen sein. Das ist unser zweiter Vlog auf diesem YouTube-Channel. Und ich werde quasi ein bisschen mitfilmen und Inas Tag quasi aufnehmen. Meine anderthalb Tage, weil wir werden heute reinfeiern, so gut man halt zu Hause reinfeiern kann. Aber das richtig Tolle ist, ihr habt mich schon mit so vielen Geschenken versorgt und mir Karten geschrieben. Und ich habe das alles schon gesehen. Natürlich nicht geöffnet, lediglich die Verpackungen gesehen. Und ja, natürlich wollen wir das vor der Kamera auspacken. Ich will mich bei euch bedanken und ich will natürlich auch sehen, was drin ist. Und wir versuchen so viele wie möglich auch in diesem Video zu zeigen. Genau, erstmal danke nochmal natürlich an alle, die da mitgemacht haben und einfach uns was zugeschickt haben. Hoffentlich habt ihr nicht so viel Geld ausgegeben. Dann werdet ihr natürlich mein Geschenk noch sehen, weil ich habe Ihnen ein größeres Geschenk geholt. Und dann bekomme ich einen Geburtstagstisch, habe einen ganzen Geburtstagstag, dann geht ein Tag nur um mich und ansonsten wird es ein richtig toller Tag. Okay, na dann, let's go. Aktueller Stand, das Küchenlicht ist ein bisschen gelb, also es ist jetzt, warte mal, 21.12 Uhr und ich bin jetzt schon eigentlich gut durch, also hier habe ich so ein paar Dinge aufgehangen und hier Deko. Dann ist hier natürlich der Tisch mit euren Geschenken und das ist meins. Ich fühle mich übrigens sehr doof mit meinem kleinen Geschenk im Gegensatz zu diesen ganzen großen Geschenken. Hier. Und dann sind auf dem Boden noch so Luftballons. Ich habe nicht so viele geschafft. Ich bin so schlecht. Ich musste erstmal googeln, wie man die knotet. So, dann ist hier noch ein Kuchen mit 4 Kerzen. Und jetzt werde ich, hier oben ist noch diese Girlande und jetzt versuche ich noch diese Girlande hier aufzubauen. Aber es ist wirklich sehr schwer, alles in einer Küche aufzubauen. Aber ja, wünsche mir Glück. Ich bin kreativ geworden und habe das jetzt so angehangen, weil ich habe das quasi hier unter die Platten geklemmt, weil das ist wirklich, und das hier in die Geschirrspüler. Was sagst du, wie fühlt man sich als Geburtstagskind ja, um 0 Uhr 2? Du hast alles so hübsch gemacht, was dir mit zu Hause. Was habe ich dir geschenkt? Eine Kette, müssen wir noch ein bisschen ordentlich machen, mit einem V drauf. Das ist mein Geburtstagsgeschenk. Vielen, vielen Dank. Danke, Bubu. Und jetzt geht's weiter am Kuchen SMS. Yummy! Und dann über 8% oder so. Guten Morgen, heute ist der 2. April 2020, falls wir uns das irgendwann mal angucken werden. Und Bubu hat schon, also Bubu hat eigentlich ganz gut geschlafen, oder? Wir haben ein bisschen zu wenig geschlafen. Und aber sehr, sehr gut. Und jetzt mache ich gerade noch meine Haare. Und wisst ihr, was der Struggle ist? Eigentlich wollte ich mir Locken machen, Geburtstagslocken, aber da habe ich feststellen müssen, dass mein Lockenstab kaputt ist. Ja, und sowas. So fängt der Tag gut an. Aber Bubu macht sich ab jetzt ein sehr hübsches Kleid angezogen. Und macht sich gerade ihre Haare glatt. Wir stören sie mal nicht. Danke, Baby. Und ich hatte ja gestern die Deko in der Küche gemacht. Wir haben ja 2 Räume. Und die Küche ist der einzige Raum, wo man quasi nicht durch muss. Und deswegen konnte ich den quasi alleine in Anspruch nehmen. Und da hatte ich gestern die Deko aufgebaut. Jetzt haben wir das ein bisschen umgedreht. Habe ich die jetzt hier im Wohnzimmer ein bisschen aufgehangen. Also Happy Birthday und die Kugeln. Und der Rest ist noch in der Küche. Und da wollen wir gleich ein cooles Geburtstagsbild machen. Damit der Tag für immer in Erinnerung bleibt, Bubu. Genau. Ich finde das voll schön. Ich glaube, Ina steht gar nicht so doll auf rosa. Aber ich fand irgendwie die Farbe mega schön. Das war halt direkt im Set. Willst und du dir dein Band ziehen? Gib's doch zu. Du willst, dass ich rosa genauso doll liebe. Deswegen hast du auch noch was Rosanes an. Das Schlimmste war gestern. Ich bin der also ich kann einfach nicht Luftballons aufblasen. Und dann habe ich mir schon eine Pumpe genommen. Und dann war aber das Problem, dass ich diese nicht zuknoten konnte. Und dann habe ich quasi gestern Abend gegoogelt, wie man Luftballons sie hat geflucht. Leute, sie hat so oft geflucht. Und das trotzdem laut Musik an war und ich hier auch noch Fernsehen an hatte, habe ich immer nur sogar so, Mann, das geht nicht, Mann! Und ich dachte mir so, okay. Das war so schlimm. Aber es hat sich gelohnt. Da an den 40 Luftballons habe ich, glaube ich, 9 oder 10 geschafft. Es sind mindestens 50 aufgeblasen. Mindestens. Danke. So, Bubu, dann stell dich mal bitte vor deinen Tisch hin. Vor deinem Tisch. Doch, das ist ja Geburtstagstisch. Und wie sieht's aus? Boah, du siehst richtig toll aus. Da würde ich direkt gerne mal ein Foto von dir machen. Du siehst voll schön aus. Danke, oh. Baby. Also, zeig mir, was du anhast. Also, ich hab, ganz kurz. Ich habe mein neues Geschenk um. Das habe ich von Bubu bekommen. Das ist eine Kette, die ich mir schon, boah, ich glaube,
seit ich rausgeflutscht bin, gewünscht habe. Was? Nein, aber ich will die schon richtig lange haben. Vielen Dank, Bu, an dieser Stelle. Das ist ein Vielen V Dank. Für Vanessa. Das ist ein V für Vanessa. Und jetzt habe ich Vanessa nicht nur im Herzen, sondern auch nach außen. Und das ist mein Kleid. Zeig mal. Um ehrlich zu sein, mehr habe ich auch nicht auf. Seh dich nochmal, Bu. Das sah hübsch aus. Happy Birthday! Happy Birthday! Bubu, mein Ständchen kommt noch. Bitte nochmal auf Position. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebes Bubu. Happy Birthday to you. Danke, Bubu! So, wir haben gerade Fotos gemacht und räumen jetzt gerade wieder alles auf. Aber ich lasse noch hier ein bisschen, ja, oder? Na klar. Au! Und dann haben wir gerade ein schönes Geburtstagsfoto gemacht. Ich hoffe, das sieht gut aus. Licht an und Licht aus. Ja. Freust du dich auf dein Sushi? Sehr doll. Hast du schon Hunger? Ja, du nicht? Ich bin sehr müde. Ich auch. Mein Papa ist sehr groß. Aber wir könnten schon mal langsam gucken, was wir essen wollen. Ja. Aber lass uns lieber jetzt was aussuchen, weil wenn wir zu lange warten, zu großen Hunger haben, bestellen wir zu viel. Und streit. Aber was wir jetzt machen können, ist erstmal die Geburtstagsgeschenke. Ja, los! Und zwar haben viele von euch uns etwas an die Packstation geschickt. Wir haben gerade auch noch gesehen, wir haben E-Mails bekommen, dass jetzt schon wieder 7, 8 Sachen in der Packstation sind. Also die werden wir nachher, denke ich, mal abholen und euch mitnehmen. Und jetzt wollen wir euch einiges zeigen von den Sachen, die angekommen sind. Ich fange mal an. Also wir haben gestern schon ein bisschen angefangen auszupacken. Einen Moment. Das erste ist hier von diesen beiden Mäusen. Und zwar Daniela und Luisa. Vielen Dank. Ich zeige auch, was ich bekommen habe. Und zwar ein... Wenn-Buch. Das ist so cool. So eine Idee finde ich richtig toll. Ich, ich lieb's. Ich lieb's. Guckt mal. Wenn ihr mal die Luft rauslassen müsst. Wenn ihr mal Halt braucht. Das ist richtig süß, wenn ihr mal wieder Prinzessin sein wollt. Und so weiter, der riecht auch noch so geil. Und dann war dazu, als würde das nicht auch schon vollkommen ausreichen, eine Kiste. Was ist da drin? Schatz, zeig mal. Oha. Mit richtig viel Konfetti. Wow. Was ist da noch so drin? Oh mein Gott. Guck mal, also hier sind erstmal. Und dann, und das ist ja mal wirklich ultra süß. Wie kann man so niedlich sein? Ist auch was für mich. Guck mal, die passen zusammen. Die kommen an den Schlüssel. Da steht V und also N und I drauf für Nessie und Ina. Guck mal, wie toll die aussehen. Und die kommen dann zusammen. Die kommen an unseren Schlüssel. Ja, das steht auf jeden Fall fest. Und dann noch roter, pinker Nagellack. Auch richtig Hammer. Oh mein Gott. Und gib nicht so viel Geld aus. Danke. Oh, freust dich, ne? Wow, wuhu. Dankeschön. Vielen Dank, ihr beiden. Jetzt geht's weiter mit einem Brief. I believe in red lipstick. Da ist noch was drin. Halt mal bitte und falt mal schon mal auf, bitte. Ich darf die Post von dir lesen. Das ist von der lieben Sandra. Beauty Queen. Ich möchte euch eine Kleinigkeit, oder dir oder euch eine Kleinigkeit zurückgeben und hoffe, dass ich deinen Geschmack getroffen habe. Vielen Dank. Ich mag beides sehr, sehr gern. Es sind auf jeden Fall unglaublich viele Briefe angekommen. Und Pakete, Ina hat da gestern alles schon ein bisschen reingeschmult und sie wird alles sich durchlesen und alles auspacken in Ruhe. Und wir wollten aber trotzdem ein paar Sachen so zeigen. Das ist ja mal richtig süß. Ich bin absolut in love. Dann ist noch ein Teller da drin, Schoki und Apfelmus und ein Brief. Ein Moment. Richtig süß. Von wem ist das? Denise. Von Denise. Vielen, vielen Dank. Und das ist ein richtig süßer Text. Ich wünsche 12 Monate Glück, 52 Wochen Zufriedenheit, 365 Tage voller Liebe und so weiter, bis wir dann bei Sekunden angekommen sind. Und ja, vielen, vielen Dank für deine Glückwünsche. Da ist was für mich drin. Mann, ich habe Klopapier geschenkt bekommen. Guck mal, wie hübsch das verpackt ist. Alles sieht so schnieke aus. Und mit so Lilifee oder sowas Papier. Nee, nicht Lilifee, aber doch, oder? Ich finde das so süß. Man kennt einen überhaupt eigentlich gar nicht, aber doch irgendwie schon. Und man hat einen so voll ins Herz geschlossen. Eine Kerze. Oh, Bubu! Oh mein Gott! Oh mein Gott, was ist das denn? Mal richtig. Guck mal! Die lasse ich jetzt auf. Oh mein Gott, man kann selbst Eis damit machen. Das ist ja mal richtig. Also jede... Oh! Oh mein Gott, das sind so eine goldene Schatzschuhe. Wie cool! Also irgendwie ist jedes Paket und jeder Brief einzigartig auf seine eigene Art und Weise und jeder hat einen persönlichen Touch und das ist echt bemerkenswert, wie gut dich alle kennen, das ist ja mal richtig toll. So, wir versuchen jetzt liebe Verena anzurufen. Mal gucken, ob sie rangeht. Einen Moment. Ihr Gesprächspartner ist zurzeit leider nicht erreichbar. Bitte hinterlegen. Dann werde ich dir auf jeden Fall eine Nachricht schreiben. Wollten dich anrufen, leider bist du nicht rangegangen, aber riesen Dank und ich behalte die Krone auf jeden Fall erstmal auf.
Boah, sind das viele. Hier sind jetzt die ganzen Briefe. Wir werden jetzt davon welche raussuchen. Weil wir können natürlich nicht alle vorlesen. Ina liest sich die alle durch. Aber ich schaue mir die selber natürlich alle an. Von Romy. 1000 Grüße schicke ich dir, 1000 Wünsche sende ich hier, 1000 liebe Gedanken sind dabei, 1000 Umarmungen kommen vorbei. Alles Gute zu deinem Geburtstag. Vielen Dank, es geht noch weiter, aber ich glaube, das lese ich jetzt nicht vor. Der hat auch ihren Insta-Namen hingeschrieben, da werde ich mich auf jeden Fall bedanken. Also danke für deinen Brief. Wir wünschen dir alles Liebe und Gute zu deinem Geburtstag. Wir hoffen natürlich erstmal, dass es euch gut geht und dieser Brief rechtzeitig angekommen ist. Ihr seid unser Idol. Marie und Anna. Oh mein Gott. Hashtag Couple on Tour Family. Oh, wie süß. Danke. Guck mal, wie süß das ist mit vielen Regenbögen, Farben. Vielen Dank. Ey, das ist richtig. Wenn ihr euch trennen würdet, was nie passieren soll, komme ich persönlich nach Berlin und suche euch und bringe euch wieder zusammen. Oh mein Gott. Liebe Ina, ich wünsche dir alles Gute zu deinem Geburtstag. Ich hoffe, du hast einen sehr tollen Tag. Ich hab dich ganz doll lieb. Cheyenne. Liebe Nancy, liebe Ina, ich gucke immer eure Videos. Seit 2019. Das erste Mal, als ich auf euch auf TikTok gesehen habe, habe ich gleich auf das Plus gedrückt. Abonnent auf Insta bin ich auch schon. Seitdem habe ich euch in mein Herz geschlossen. So Leute, also ich werde mir jetzt alles erstmal in Ruhe anschauen. Ich bin ganz überschüttet mit den ganzen Briefen. Also ich werde jetzt erstmal weitermachen und mir alles in Ruhe anschauen. Und dann geht's weiter. Wir haben jetzt gechillt gerade ein bisschen. Unser Essen ist jetzt da. Das Buhu und Buhu. Warte kurz. Und wir haben, Ina hat sich nämlich zum Geburtstag heute Sushi gewünscht, also haben wir uns so. Ja, ich habe mir. Das habe ich voll falsch dann gelesen, ne? Hups. Ich habe mir Geburtstags-Sushi gewünscht. Ich liebe nämlich Sushi und wir haben es sehr lange nicht gegessen. Ich muss mir die Hände waschen, weil man in der derzeitigen Lage nie weiß. Jedenfalls kam es gerade an und kennt ihr das, dass man dann immer extra so sagt, Buhu, das Essen ist da oder Vanessa, das Essen ist da, damit der Liefermensch nicht denkt. Und der war ja unten, also ich habe richtig laut durchs Treppenhaus gerufen, so, ja, das Essen ist da. Wenn man bloß nicht denkt, dass man nicht denkt, das war nur eins. Wir haben 3 Stäbchen bekommen. Es ist aber nur für 2 Personen eigentlich. Wir waren gerade eben noch live auf TikTok. Es hat richtig viel gemacht. Ich bin ganz schnell aufgestanden. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Und das Beste ist, da waren auch noch Geburtstagskinder drin. Das heißt, wir haben irgendwie den Geburtstag zusammen verbracht. Ja, weil man dachte erst so, ja, man feiert ganz alleine, so wir zu zweit. Ja. Und haben doch irgendwie so viele Menschen daran teilgenommen. Viel mehr als jemals. Also das übertrifft alles, was ich mir je erwartet habe. Bist du glücklich? Wie findest du deinen Geburtstag? Ich bin dankbar und bin glücklich, dass ich dich habe. Buhu, das musst du jetzt sagen. Nein. Doch. So, wir waren jetzt gerade noch spazieren und haben noch eine Kleinigkeit für heute Abend eingekauft. Also Belag für unser Brot und werden jetzt noch schnell Abendbrot essen und uns dann einfach gleich auf die Couch chillen. Buhu kommt auch noch gleich her. Und da ist Charlie gerade. Charlie! Er hat schon Armut gegessen. Da ist mein Buhu wieder. Wie war dein Geburtstag? Mein Geburtstag war der richtige Hammer. Ja. Trotzdem es alles so doof ist, hat es mir richtig viel Spaß gemacht. Wir haben uns jetzt Joggingklamotten angezogen, also Haussachen. Und ja, wir essen jetzt Armut, hat Nessie gerade schon gesagt. Und dann werden wir uns ehrlich gesagt auch langsam ins Bett chillen und ein bisschen schlafen. Gestern nachholen, guckt die Augenringe. Es war irgendwie cool, ne? Also ja. Man war irgendwie alleine, aber trotzdem waren so viele Menschen da, als eigentlich man irgendwie sich hätte vorstellen können. Hoffentlich hat euch das Video Spaß gemacht und falls ihr uns noch nicht auf Instagram abonniert habt, hier blenden wir nochmal den Namen ein, da könnt ihr gerne vorbeischauen, da nehmen wir euch eigentlich jeden Tag mit, machen Stories und so. Ich hab noch Geburtstag. Und so weiter, also vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank für eure ganzen Glückwünsche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.